Guten Abend. Hier ist das zweitbeste deutsche Fernsehen mit einer Kurznachricht live aus dem Studio in Ilkheim. Das Bundeskriminalamt in Wiesbaden bittet um Unterstützung bei der Fahndung nach einem Heiratsschwindler. Hier ein Phantombild. Nach Angaben der Ermittler hat der Täter mit dem Namen Roberto Bolsa in mittlerweile 23 Fällen sich das Vertrauen von vermögenden Frauen erschlichen, dann deren Schmuck entwendet und die Konten geplündert. Unser Korrespondent Dodo Robert ist dem flüchtigen Täter bereits dicht auf den Fersen. Hallo! Rein durch Zufall erfuhr ich, dass das Bundeskriminalamt kurz vor der Verhaftung des Täters steht und dass Roberto Bolsa sich ins Ausland absetzen will. Daher begab ich mich sofort zum Flughafen Frankfurt. Die Überprüfung der Passagierlisten aller Fluggesellschaften verlief jedoch leider negativ. Vermutlich hat sich Roberto Bolsa bereits mit einer falschen Identität ins Ausland abgesetzt. Vielen Dank, Dodo Robert. Liebe Zuschauer, wir halten Sie selbstverständlich auf dem Laufenden, sobald wir weitere Informationen haben. Weiter geht's nun mit der Reportage der Woche. Viel Spaß, Zuschauer. Sie sind ganz wenig. Und auf Wiedersehen.